Viele Menschen und Untote gehen in Lothric ein und aus. Einige von ihnen sind auf der Suche nach dem Sinn ihres Daseins. Andere wollen nichts mehr, als jenen, denen das gleiche Schicksal ereilte, zu helfen. Es gibt auch welche, die ein Ziel vor Augen haben. Alle diese Untoten haben etwas, auf das sie hinarbeiten. Etwas, was mehr oder weniger ihren eigenen Zwecken dient. Und dann gibt es da noch die Wallbauer. Ich bin Sera und heute sprechen wir über den Tempelritter Hodrik, dem Anführer der Wallbauer. Die Wallbauer sind ein gefährliches und bösartiges Volk, denen man immer mit Vorsicht gegenüberstehen sollte. Eine Versammlung von Wahnsinnigen, geführt von Hodrik, die sich nichts mehr wünschen, als mehr und mehr Opfer zusammenzusammeln. Hodrik ist unberechenbar und kann dem Soulsky genauso helfen, wie er ihm in den Rücken fällt. Er ist ein alter Mann, der die Sonnenuntergangsrüstung sowie eine Flamberge, das Sonnenuntergangsschild und eine Pyromantieflamme trägt. Er ist äußerst gefährlich und nicht zu unterschätzen. Man kann ihn das erste Mal in der Untotensiedlung treffen. Ob es sich dabei um einen Kampf oder ein Gespräch handelt, hängt davon ab, ob man seinen geheimen Rückzugsort findet oder nicht. Er versteckt sich in der Grube unter dem fluchverderbten Großholz und findet sein abruptes Ende, sollte es durch die Decke brechen. In der Siedlung findet man hingegen einen Schauen Sie sich nur an, wie scharf die ist. Ein Höhlenarbeiter, der einen leeren Käfig auf seinem Rücken trägt. Er ist nicht aggressiv und bringt uns zu Hodrik, sollten wir in seinen Käfig steigen. Er erzählt uns, dass dieser Ort nur für Wahnsinnige und Höhlen ist und legt uns ans Herz, wieder zu verschwinden. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you sane folk. Or perhaps you are a hollow, posing as otherwise? Oh, yes, yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware, the shackles of the gods are fragile. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. Zum ersten Mal stehen wir ihm auf dem Weg zum fluchverderbten Großholz gegenüber. Er attackiert uns ohne zu zögern und schwingt seine Flamberge umher, um den Soulsky zu einem weiteren Opfer zu machen. Er ist blutrünstig und unberechenbar, was es einen Untoten erlaubt, ihn mit Köderschädeln abzulenken. Er ist einer von drei Wanderern in Lothric, der sich von ihnen beirren lässt, was seinem schwindenden Verstand zu schulden ist. Ein weiteres Mal treffen wir ihn im Wald der Kreuzigung. Man kann ihn in seine Welt beschwören, doch sein recht instabiler Zustand macht dies ein schwieriges Unterfangen. Jemand, der aber vorsichtig im Umgang mit diesem Wahnsinnigen ist, kann ihn auch auf seine Feinde hetzen. Hodrik hat lebende Verwandtschaft in Lothric, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihn von seinem Pfad abzubringen. Cirrus ist seine Enkelin und sie bittet uns, ihnen bei dem Kampf gegen ihren Großvater zu helfen. Just as I promised, Grandad. Remember? Sollte man ihm dort ein Ende bereiten, kann man seine Rüstung in der Grube finden, wo man ihn als erstes antraf. Sein Schild findet man auf seinem Grab vor dem Feuerbandschrein. Cirrus ist eine seltsame Gestalt, die auf der Jagd nach jenen ist, die sich der Mordlust hingeben. In geraumer Zeit werden wir uns auch ihrer Geschichte einmal genauer ansehen. Dieser furchteinflößende Untote kam weit vor seinem Pfad ab und jede Seele in Lothric kann durchatmen, falls du ihn bezwingst. Es sei denn, du nimmst deinen Platz ein als Meister der Wallbauer.